Nein, ach komm, nein. Ach, da wollte ich zu viel. Ach, ich hasse das Gebiet. Warum kommt man da so schlecht durch? Gut, einmal versuchen wir es noch. Nein, oh, komm. Nee, Leute, das lassen wir nach. Den Schmelzer, den wollen wir hier jemand anders. Okay. Moinsen, Kinders, und willkommen zur nächsten Folge von Dark Souls 2. Ja, beim letzten Mal haben wir den, ich weiß nicht mehr, wie der Boss hieß. Der Verkommene besiegt, und heute schauen wir uns mal den Rattenkönig an. Und da hat Angelos mir einen Tipp gegeben, der befindet sich irgendwo hier in diesem Loch und ich muss da wieder runterhüpfen. Und das machen wir jetzt mal. Dafür würde ich jetzt aber erstmal den anderen Ring ranbappen. Genau den. Was wir auch machen können, ich verbrauche mal die Seele von dem Verkommenen und hole mir die anderen beiden Leitern noch. Die waren, ach du ahnst es nicht, 25.000 Seelen haben wir bekommen. Die waren ja nicht so teuer. Genau, 500 und 3.500, das geht. So. Hat er uns so eine schöne Leiter wieder hingestellt. Und die noch. Ah, die packt er nebeneinander. Ja, und wenn ich es schaffe, dann kommt heute auch noch direkt in dieser Folge der Schmelzerdämon. Da muss ich aber gucken, wie ich durchkomme. Das ist eine schöne Leiter. Danke dafür. Jetzt will ich mal gucken, ob wir noch irgendwas aufwerten können. Das Schild oder Bogen, sag ich schon. Die Glocke oder den Degen. Okay, da brauchen wir Titanitbrocken für. Die Glocke könnten wir aufwerten. Der Degen ist auf 8. Okay, dann machen wir erstmal die Glocke. Und da brauchen wir Glitzer-Titanit wieder für. Und das braucht auch Glitzer-Titanit. Okay, dann muss ich hoffen, dass ich irgendwann ganz viel Glitzer-Titanit finde. Dann steigen wir nochmal auf. Und die restlichen Seelen packen wir in Lebenssteine. Dann haben wir erstmal genügend. So, das war ja die große Leiter. Die führt in den Tod, die kleine hier. Die schaut doch gut aus, die nehmen wir. So. So. Und ich glaube, da müssen wir hin, weil bei den anderen Sachen, da war ich ja schon. Oder? Ja, da unten waren wir schon. Gut, dann geht's hier weiter. Oh, so ein Bonfire. Ach so, hier war ich auch schon. Oder was? Aber naja. Vorsicht vor Feind. Viel Erfolg, in Bewegung bleiben. Gut. Oh, der hat gut Schaden gemacht. Da ist noch einer. Oh. Oh, hallo. Ah, okay, die sind One-Shot, das ist sehr gut. Oh, guten Tag.
Da kommt man nicht durch, oder? Na. Da ist ein Item. Große Seele. Da geht's weiter. Wie komme ich an das Item ran? Achso, von oben irgendwie runterjumpen. Da muss ich dann noch ein höher und dann... Ja, wo ist jetzt das Item? Ach, da vorne. Okay. Da kommen wir vielleicht irgendwann später hin. Freund. Gegenstand wird benötigt. Habe ich noch so ein Ding? Oh, hallo, 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 hallo. Okay, ein Hoch auf Hexerei. Alter, hier sind ja lauter so Viecher. Hinterhalt. Und ein Stein. Da kommen wir gleich rüber. Nee. So viele Dinge habe ich da, glaube ich, gar nicht mehr von, oder? Achso, ich habe gar keinen mehr davon. Gut. Hallo? Schalter und dann Hurra für Geheimfahrt. Oh. Da ist noch eine. Die war irgendwie stuckt. Lügner voraus. Zerstörte Ausrüstung. Was hier? Riese voraus. Oh ja, der war groß. Da hocken sie drin. Kann ich da was hinschmeißen? Ne. Riese voraus. Ah, jetzt kommt ihr. Oh, guten Tag. Die sind einfach zu langsam. Giftiges Moos. Die sind überall so Pfarrersdinger. Ah, ich habe keine Pfarrersteine mehr, also können wir da nichts mitmachen. Das ist eine Nebelwand. Irgendwo läuft hier doch einer, oder? Vision von Pferd. Oh, das ist ein Bonfire. Schwäche, was? Schwungangriff. Feind voraus. Das schaut nach Bosskampf aus, also wird da der Rattenkönig sein, aber wir können hinten nochmal über die Treppe gehen. Und das machen wir erstmal, bevor wir uns denn doch den Boss vornehmen. Huch. So, rutscht da mal runter. Weil hier waren wir ja noch nicht. Achso, die sind versteinert. Gut zu wissen. Giftiges Moos. Hier sind irgendwo welche da. Ah, die machen nichts. Wärme. Was bringt Wärme? Eine der verlorenen Pyramidien, nur in der Gruft der Untoten vor dem Verfall bewahrt, erzeugt eine sanfte, warme Flamme, die jene heilt, die sie berühren. Feuer kann ein Zeichen von Stärke oder ein Symbol von Weisheit und Trost sein. Es beugt sich dem Wunsch des Werkers. Okay. Flüstern der Verzweiflung und Fackel. Achso, und hier geht's nicht weiter. Setzt eine wortreiche Finsternis frei. Worte der Verzweiflung heilen in der Finsternis und schwächen die Abwehr des Gegners. Das Dunkel hüllt die Welt in Schwarz. O ruhige, bedächtige Finsternis. Und den Stab brauchen wir dafür. Gut, den können wir jetzt ja schon zum Boss hin. Das ging ja schnell hier, das Gebiet. Das ist auch gut, dass da vorne gleich ein Boot feiert. Und da will ich mal ausprobieren, wie das Ding da ausschaut. Das da. Oh, das ist cool. Das nehmen wir. Das und ich mache noch mal die Zauberbarriere.
Den Katzenring, den brauchen wir gar nicht mehr. Hält körperliche Abwehr, Blitzabwehr. Das nehmen wir mal. Wünscht mir Glück. Okay, hier kommen viele. Hier kommen viele. Oh, das ist gut. Oh, oh, das ist nicht gut. So, lauft hier mal alle rein. Oh, das bringt gar nichts. Aber was macht ihr? Ich werf da mal einen Nebel hin. Dann können die da alle mal verrecken. Vielleicht, wenn der Nebel was bringt. Hallo? Okay, irgendwer tickert da schon. Das ist schön. Warum haben wir eigentlich so viele Nebel? Oh, irgendwo ist der Rattenkönig. Bist du das? Du schon mal nicht. Oh, da kommen immer mehr. Wo ist der Rattenkönig? Ah ne, königliche Vorhut. Ist gut. Ah, ich habe keine Dinger mehr. Ja, wo ist er denn jetzt? Wer von denen ist er? Anscheinend keiner. Oder muss ich mit denen irgendwas machen? Nee. Oh, ich bin vergiftet. Nee, doch noch nicht. Ich muss mich mal schnell heilen. Oh, irgendwo, irgendeinen habe ich da schon von getroffen. Es werden ja auch nicht weniger, ne? Oh, das ist er. Jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Scheiße. Der ist das. Nee. Ah, hier, der mit der Mähne. Der da. Oh, schnell heilen. Aber ich weiß jetzt, wer das ist. Der mit der Mähne. Dem müssen wir zerkloppen. Der da. Du bist das. Oh, jetzt haben wir ihn. Oh, jetzt hauen sie alle ab. Was ist das denn? Geht doch nicht weg. Ja. Geschafft.
Das ist schön. Dann haben wir den schon mal weg. Und wieder ein paar Seelen. Oh, 14.000 leider nur. Was kommt hier jetzt noch? Geschafft, ja. Vision von Dreschel. Sprechen. Leave this place, human. We have no time for thy kind. Humans bring nothing but filth. Is that a rat tail, human? Thou'st one of mine rat burrows conquered. This will not go unnoticed. Rejoice, for the right to serve me is now thine. Since thou'rt human still, permit me ask, wilt thou thy human soul surrender and pledge thyself to me? Swearest thou by the sweet-tempered sludge that laps at our bosoms? Achso, jetzt soll ich den Eid wieder schwören, aber das machen wir nicht, weil ich den Siegerstein-Eid drin behalten will. Thou returnst. I am not unkind. Shouldst thou forbear, swearest thou to serve me true? Ah, okay, jetzt sagst du immer das Gleiche. Hurra für Versteck. Leute. Pharaos Wahrheitsverkünder. Hier könnte man vielleicht wieder den Katzenring gebrauchen. Nehmen wir lieber mal. So, wo jetzt hin? Was steht da? Versuch tot. Nee. Hurra für springen. Gute Arbeit. Ah, hier waren wir schon mal, Leute. Geschafft. Oder waren wir hier noch nicht? Freude. Blutungsstein. Ah, da können wir bestimmt die Waffe auf Blutungsschaden machen. Springen. Händler. Händler. Ah, jetzt kommen wir da hin. Oh ja. Die Scheibenglocke. Achso, jetzt sind wir hier wieder. Ich nehme mal so einen Knochen. So, was bringt die Scheibenglocke? Eine seltene heilige Glocke unbekannter Herkunft kann als Schild eingesetzt werden. Diese Glocke, möglicherweise von einem Reisenden überbracht, verstärkt die Wirkung von Wundern leicht. Okay. Nutzt den schweren Angriff, um Wunder und Hexereien zu wirken. Ah, okay. Also das ist ein Schild und ich kann damit halt Sachen wirken. Gehen wir mal zurück nach Majula. Und dann gucken wir nochmal, ob ich den Schmelzer-Dämon schaffe. Da renne ich diesmal durch. Obwohl, das bringt nichts, ne? Die hauen mich ja alle direkt um. Also ich guck mal, ob ich den schaffe. Wir werden es sehen. So, und jetzt versuchen wir nochmal den Schmelzer-Dämon. Der muss ja möglich sein. Oh, die können man parryen. Das ist gut zu wissen. Alles klar, das funktioniert sehr gut. Nein, ach komm, nein. Ach, da wollte ich zu viel. Ach, ich hasse das Gebiet. Warum kommt man da so schlecht durch? Gut, einmal versuchen wir es noch. Nein, oh komm.
Nee, Leute, das lassen wir nach. Den Schmelzer-Dämon mache ich immer anders. Gut, dann sage ich vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.